Die Ostseeküste des nördlichen Schleswig-Holsteins, so wie wir sie heute sehen, ist eine abwechslungsreiche Landschaft. Schroffe Küsten, geprägt von Steilufern und fruchtbarem, sanft gewelltem Hinterland. Strände, übersät mit den unterschiedlichsten Steinen. Eine Landschaft geschaffen vom Eis der Kaltzeiten. Eiszeit. In diesem zweiteiligen Film sehen Sie, was Kaltzeiten auslöste und wie durch sie diese Landschaft entstanden ist. Christian Matthias Hansen nimmt Sie mit auf eine Reise weit, weit zurück in die Vergangenheit, in die Zeit, in dem das Eiszeitalter, das Pleistozän begann. Wir leben heute in einer Warmzeit, jener Zeitraum, der zwischen den Kaltzeiten liegt. Doch wie kommt es eigentlich zu diesem ständigen Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten? Machen wir uns auf die Suche nach dem Grund für diesen Wechsel. Waren es Vulkane, die die Kaltzeiten auslösten? Immerhin zählen sie zu den größten Naturgewalten, die wir kennen. Oder war es der Golfstrom, die Warmwasserheizung Europas, der zum Stillstand kam? Hatte die Sonne an Intensität verloren? Löste ein Kippen der Erdachse die Kaltzeiten aus? Oder gibt es noch größere, kosmische Kräfte, die wir betrachten müssen? Lassen Sie uns nun schauen, wie der Zyklus einer solchen Kaltzeit abgelaufen ist. Die Vergletscherungen Nordeuropas begannen stets in Skandinavien. Wie entstanden hier die gewaltigen, viele hundert Meter hohen Eisschilde? Was brachte sie dazu, förmlich zu fließen? Und was unterscheidet sie von heutigen Gletschern, wie man diese im Gebirge antrifft? Wir zeigen Ihnen im ersten Teil dieses Films, anhand von Animationen, wie die kaltzeitlichen Gletscher und Eisschilde wirkten. Wie die weiche kaltzeitliche Landschaft aussah. Lernen Sie die Kalt- und Warmzeiten kennen, die für Schleswig-Holstein wichtig waren. Besonders die letzte, die Weichselkaltzeit, spielte eine große Rolle bei der Entstehung des heutigen Schleswig-Holsteins. Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns hier mitten im Hochglazial der Weichselkaltzeit, also so etwa vor 25.000 Jahren und dort, wo sich heute der Ort Ellund befindet. Werfen Sie einen Blick tief in den Untergrund der Stadt Flensburg. Kommen Sie also mit auf diese Reise mit Christian Matthias Hansen, der sich seit Jahren mit dem Eiszeitalter befasst. An diesem Strandabschnitt kann man viele dieser Granitblöcke, die sogenannten Findlinge, liegen sehen. Lernen Sie den Raum um die Flensburger Förde mit ganz neuem Blick kennen. Eiszeit. Seien Sie gespannt auf den ersten Teil dieser Reihe.